bekannt machen mit Herrn Herbert Bonsowitz. Verhältnis Iran-USA.
Es ist Ahmadinejad innerhalb der iranischen Führung, der sich am weitesten, intensivsten für eine Entkrampfung, Verbesserung des Verhältnisses zu den USA einsetzt und von den anderen in der Führung gebremst wird. Wahrscheinlich nicht so sehr aus politischen Gründen, weil sie anderer Auffassung wären, sondern weil sie dem Ahmadinejad nicht gönnen, dass er einen solchen Scoop landen würde, wie es also eine, sagen wir, Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA wäre. Aber er ist zweifellos derjenige, der sich am intensivsten dafür einsetzt. Welche Motive er dabei hat, lasse ich mal offen, das weiß ich nicht. Oder, andere Frage, Afghanistan. Iran wird geplagt seit 30 Jahren von einem massiven Flüchtlingsproblem, das Ausmaße hat, das alle unsere Migrationsprobleme also als minimal erscheinen lässt. Iran lebt seit 30 Jahren, seit der sowjetischen Invasion in Afghanistan, bis zu 2,5, 3 Millionen afghanische Flüchtlinge permanent. Und die Zahl ist in den letzten Jahren eher angewachsen wegen der Verhältnisse in Afghanistan. Und es hat auch in Iran zum Beispiel starke Tendenzen gegeben, wie es sie bei uns gelegentlich auch gibt, in Österreich, wo ich jetzt lebe, Ausländer raus, weg mit ihnen. Das hat es dort auch gegeben. Und es war Ahmadinejad, der sich zum Beispiel dafür eingesetzt hat, dass diese Politik nicht zum Tragen kam. Ich nenne das nur diese beiden Beispiele, um einfach zu zeigen, die Person ist sehr viel komplexer und ihre Politik ist sehr viel komplexer, als sie gewöhnlich bei uns dargestellt wird.